Lara, ich wollte eigentlich speichern und mich nicht vor dem Thron verbeugen. So. Blöd, wenn ein Dreieck bei mir verbeugen ist und, schönes Zimmerchen hat der aber, muss ich mal sagen. Wo sind wir überhaupt? Wir sind... bei Loot's Gate. Richtig. Boah, ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass ich die Typen nicht mehr erschießen soll. Na gut. Sekunde, ich guck mich weiter im Raum um. Ich bin gleich bei dir, Kollege. Wir gucken hier erstmal. Nein! Was? Ich krieg wieder Zustände! Oh Gott, ist es ägyptisch! Raus hier! Ja! Raus hier! Mission abbrechen! Lara ist nicht nett, die zielt auf die Typen! Junge, ich könnte jetzt hinterherrennen, aber hier sind Leitern und andere Gänge und... Achso, du bleibst jetzt hier stehen und... Da war ich jetzt doch ein ganz klein bisschen plötzlich überrascht. Ich sehe, da ist ein Gang. Ich drehe mich zum Gang und was passiert? Ich stehe vor einem der unsterblichen Gesichtslosen. Die unsterblichen Gesichtslosen. Ja, wollen wir denen jetzt eine eigene Rassen, Gattung, sonst was, Namenbezeichnung geben? Klar! Sie sind ein neues Volk, sie müssen entsprechend benannt werden. Ja. Ich warte dann beim großen Medipack. Ich blätter gerade. Es ist ein, Sekunde, lass mich überlegen. Stopp rechts. Stopp rechts? Ja. Es ist ein Fridge. Sie sind die Rasse der Kühlschränke. Richtig. Also ich bin durch die rechtere der beiden Türen gegangen. Also der beiden Türen. Durch die rechtere der beiden Türen. Also in den rechten Gang rein. Da, okay. Da rutscht man runter und da gibt's dann ein Medipack. Okay. Aber ich muss sagen, mein Medipack-Verbrauch ist diesmal gar nicht so schlimm. Ich habe 15 kleine und 16 große. Du wirst wahrscheinlich Unmengen mehr haben, aber... Also ich habe 14 große. Du hast weniger große als ich? Ja, aber reden wir nicht über die kleinen. Wie viele? 25. Das sind auch nur 10 mehr als ich. Ich hätte jetzt was um die 40 gerechnet. Okay, hast du das große Medipack? Warte, jetzt habe ich 15 große. Immer noch weniger als ich. Ha! So. Gucken wir uns um. Da will ich nicht lang. Da musst du jetzt aber lang. So. Lara, kannst du bitte mal vernünftig an die Wand? Tap, tap. Lara, wir krabbeln erstmal einfach ganz bis nach oben. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Lara, lad nochmal. Da war eine Plattform. Ich wollte da drauf. Wo ist die? Da ist die. Lara, krabbel mal nach oben. Und dann gucken wir uns um, wo die Plattform wäre. So, jetzt machen wir da einen Rückwärtssalto drauf. Du entscheidest dich zu rutschen und wir klettern doch ganz nach oben. Okay. Das sagt mir, ich werde irgendwann nochmal in diesen Gang kommen. Meine Güte, geht das hier weit rauf. Lara? Wollen wir da wirklich durch? Keine Ahnung, ich bin noch nicht oben. Ah, Lara, alles gar kein Problem. Ich bilde mir Sachen ein, die gar nicht da sind. Was hast du dir denn eingebildet? Ich
dachte, da wäre so eins von diesen. Von diesen. Entschuldigung, ich habe ägyptisch gesehen. Ach so, ich bin immer noch auf der Suche nach hier Stacheldraht. So eine Stacheldrahtrolle. Nee, nee, es ist nur ein normales Gitter. Richtig. Ägyptisch. Ich habe ein kleines Medipack gefunden. Oh. Und dann nach ägyptisch gesehen. Das heißt, du hast das so früh gesehen? Wo ist denn dein kleines Medipack? Ja? Hallo? Was wird das denn jetzt? Ich weiß nicht, wo ist das kleine Medipack? Du hast da diesen Gang. Ja. Wo du langkrabbelst. Ja. Den Gittergang. Ja. Und du hast da eine Stelle, wo du aufstehen kannst. Ja, aber das Ägyptisch habe ich schon lange vor der Stelle gesehen. Gut. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, eine Stelle, wo ich aufstehen kann. Und da springst du dann an der Wand hoch, kannst dich festhalten, nach oben ziehen und ein kleines Medipack einsammeln. Da kann man sie irgendwo festhalten. Jo, das sieht man nur nicht. Das sieht man in meinen Einstellungen mal wieder überhaupt nicht. In meinen hast du es auch nicht gesehen. Ich habe es auf gut Glück probiert. Warum probierst du sowas auf gut Glück? Hey, ich kann dahinter ja runter. Aber gut, ich krabbel trotzdem erstmal weiter. Ja, das habe ich mir jetzt gerade auch gedacht. Ich habe mich einmal da reinhangeln lassen und dann kam dieses Piep. Hä? Oh, also hinten gibt's Schrotmunition. Also ich habe mich noch nicht reinhangeln lassen. Ich weiß nicht, was für ein Piep du redest. Musik, hier ist was los. Action. Naja, hier hinten ist so ein... Oh, ich habe Hitler den 27. gesehen. Na gut, Lara, bevor wir irgendwas machen, speichern wir wieder. Genau, Lara, wir speichern in einer Situation, wo du dem Zuschauer diesmal dein Hinterteil in die Kamera hältst. Lara. Das tut sie eigentlich fast immer, Lara, insofern. Möchtest du dich in diesem Gang vielleicht auch nach hinten runterhangeln lassen? Ach so, da ist es zu flach mal wieder für Lara, um rauszukrabbeln. Ja. Das ist zu flach, da komme ich nicht raus. Furchtbar. Lara. Da geht's nicht tief genug runter, ich könnte mich verletzen. Furchtbar. Lara, haben wir bald ja das Ende erreicht? Lara. Lara, drin. Was? Ist Hitler und sein Zwillingsbruder? Na, das macht ja schon mal Laune. Aber Hitlers Bruder ist nicht so der hellste. Der rennt gegen eine abgeschlossene Tür. Oh, gut. Lara, wie machen wir das am besten? Also ich glaube hier, der rennt ziemlich genau unter mir rum. Also dann, Lara, im schlimmsten Fall werden wir sterben. Okay, komm, ich werde es gut lassen, den Bruder von seinem Leid erlösen. Schön liegt ihr da, ihr beiden. Cool. Was hast du gemacht? Ich sehe jetzt Hitlers Zwillingsbruder, der versucht durch meine Tür zu rennen. Das hat. Aber er verletzt mich, wenn ich da. Ja. Dich verletzt? Wenn ich zu nah an der Tür stehe. Echt? Ja. Wow. Dann boxt er mich durch die Tür in den Rücken. Harter Kill. Gut, ich hab jetzt irgendwann auf die Tür weitergepackt. Ich hörte nur das Geräusch. Also, der hat mir jetzt echt wehgetan. Okay. Die haben mir beide wehgetan. Töte sie. Hab ich schon. Gut. Oh Gott. Was ist denn das, was sich da so lustig dreht? Ich weiß es nicht.
Ich gucke nur gerade in den nächsten Raum und der sieht sehr nach Tomb Raider 4 aus. Der könnte echt original aus Teil 4 sein. Ja, ich wollte gerade fragen, also bist du rechts abgebogen, aber... Eine andere Wahl hatten wir nicht. Ich bin zu blöd, in diesen Raum reinzukommen. Dann hast du wahrscheinlich das Rätsel noch nicht gelöst in dem Raum mit dem Dreh... in dem sich drehenden Richtig. Teil. Ha, siehste. Das habe ich wohl noch nicht gemacht. Das ist dann wohl so wahr. Du, ich sag dir was, wenn ich mich hier so umgucke, das Rätsel ist, um dir beizubringen, wie das Rätsel funktioniert, das wirst du häufiger brauchen. Super. Übrigens, sobald ich den Block verschoben hatte, haben sich Hitler und Hitler 2 aufgelöst. Das sind Hitler auflösende Blöcke. Ein Geheimprojekt der Regierung von England ist nur ein paar Jahre zu spät fertig geworden. Okay. Okay, was immer hier ist, ich werde dich erschießen. Na gut, das kleine Medipack werde ich nicht erschießen. So, ich habe gerade das Rätsel zum zweiten Mal gelöst, also das du gerade zum ersten Mal gelöst hast. Und bin danach durch den Gang gekrabbelt und runtergefallen. Da stehe ich. Okay. Da darfst du noch ein bisschen warten. Ah, so weit ist das nicht. Ich muss erstmal so einen fashion Block finden. Naja, der ist auffällig. Ja. Au! Ich bin runtergefallen. Runtergefallen? Ja, ich bin hochgeklettert und dann runtergefallen. Du sagst es. Ja, natürlich sage ich das. Ja, sonst hätte ich auch nicht behauptet, dass du das sagst. Wäre auch blöd, wenn du es behauptet hättest, dass ich das sage, obwohl ich dir gar nicht gesagt habe. Siehst du? Ich meine, klar, manchmal macht man sowas. Dann sagt man, ich denke, ich spreche im Namen von allen bei Platzmangel, wenn ich sage, Tomb Raider 4 war schrecklich. Aber... Halt, das hättest du mir sogar gesagt. Richtig, das hätte ich dir sogar gesagt. Ich denke, ich spreche im Namen von allen bei Platzmangel, wenn ich sage, der Himmel ist blau. Ich weiß nicht, ob du mir das jemals explizit gesagt hast. Doch, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Gut, dann spreche ich, glaube ich, im Namen von allen bei Platzmangel, wenn ich sage, Hühnereier haben für gewöhnlich einen Dotter. Nee, es gibt aber auch welche mit Zweien. Ja, deshalb sagte ich ja für gewöhnlich. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, im Namen von allen bei Platzmangel so sagen kann. Aber es ist keine wahnsinnig neue wissenschaftliche Erkenntnis oder so, für die wir bei Platzmangel mit unserem mehr oder weniger guten Namen einstehen. Ja, aber ich kann das im Namen von uns sagen. Ich sage, wir glauben daran, dass das so ist. Okay, langsam frage ich mich, ob du den Block immer noch nicht gefunden hast. Doch, ich habe den Block gefunden. Ich habe ihn auch verschoben. Gut. Und dann bist du auf den Block geklettert und durch das Deckenloch. Genau, da bin ich durchgekrabbelt, am Ende runter und da stehe ich. Gut, da stehe ich jetzt auch. Sehr schön, dann können wir Sachen schieben. Oder ziehen, oder gar nichts damit tun. Auch gut. Achso, der steht da gut. Ja, es hat schon rumbe-blimbe-blimbe gemacht. Ich weiß nur noch nicht, wo. Ich wusste nicht, dass ich wieder hier bin.
Es hat sich draußen irgendwie verändert. Tatsache. Ich hab uns eingesperrt. Ja. Schäme dir. Nein, nein, das ist bestimmt für die Lösung des Problems wichtig, dass wir hier eingesperrt sind. Ja, garantiert. Zum Beispiel, wenn wir auf den Block einfach mal draufspringen. Ja. Können wir dann zur nächsten über ihm gelegenen Plattform springen. Und da weiter in einen Gang krabbeln. Da bist du mir jetzt einiges schon wieder voraus. Ich bin gerade oben auf der Plattform angekommen. Lara, gehst du bitte auch in den Gang rein? Korrigier mich, wenn ich mich täusche, aber irgendwie kommen wir damit nur in die Richtung zurück, aus der wir mal gekommen sind. Weiß ich gerade nicht, muss ich mir angucken. Auf jeden Fall spielt die Lara Croft Musik, also kann es nicht so falsch sein. Richtig, das ist immer ein gutes Zeichen. Auch wenn ich mich eigentlich jedes Mal immer tierisch dabei erschrecke. Speichern wir, dass die Lara Croft Musik gespielt hat. Und hoffen wir, dass beim Neuladen das Level nicht wieder in eine Dämonenwelt verwandelt. Hier war ich heute schon mal. Ja. Gut. Gut, dass wir dieses Abenteuer erlebt haben. Ja, finde ich auch wahnsinnig toll. Ja, total. Guck mal, ich habe den Block wieder zurückgeschoben und kann jetzt wieder in den Raum reingehen. Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. Probieren wir mal, ob es klappt. Frau Croft, es klappt. Größtes Abenteuer bisher. Die Sache mit dem Block. Jetzt kann ich den anderen Block nicht mehr verschieben, weil der steht ja immer noch blöd. So. Aber ich könnte ja mal das machen. Und dann könnte ich, zu weit springen, richtig. Richtig, genau das hatte ich vor. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch mal irgendwann so eine lustige goldene Maske an der Seite gesehen. Da hast du schon deutlich mehr gesehen als ich. Genau so bin ich gerade auch schon abgestürzt. Lustige goldene Maske an der Seite? Ja, das ist irgendwie so eine Maske, Schalter, Hebel, irgendwas in golden an der Seite von einer der Kletterpassagen. Und ich bin zu unintelligent, um da hinzuspringen. Goldene Maske? Ach da! Ich stehe direkt davor und guck mich fragend um. Oh, ich bin auch so unintelligent, um dahin zu springen. Das tat weh. Ja, und ich bin schon zweimal abgestürzt. Das war jetzt regelrecht sogar tödlich. Ah! Beim ersten Mal war es noch nicht tödlich. Naja, bei mir war es ein sehr klarer Beinbruch. Und daran stirbt Frau Croft ja bekanntlich. Ja, was denn? Zombies sterben auch, wenn du ihnen das Knie wegschießt. Ja, aber bei Zombies ist das was anderes. Ach komm, Zombies können sich jetzt nicht über eine Blutvergiftung beschweren. Ja, aber bei Zombies macht das Sinn. Zombies können dann nicht mehr aufstehen und müssen elendig verhungern. Frau Croft liegt hier anscheinend in irgendeinem Museum rum. Wenn morgen der Wächter reinkommt, findet er zwei Hitlerleichen und Frau Croft und denkt sich, oh. Also die Hitlerleichen findet er nun mal eben nicht mehr. Ja, aber Frau Croft findet die mit gebrochenem Bein und sagt, aha. Da ist mal wieder jemand ins britisch-ägyptische Museum eingebrochen. Und hat sich beim Versuch, an diese Maske zu kommen, das Bein gebrochen. Passiert hier andauernd. Ja.
Also war Frau Kropf, schon, waren, schon, waren, schon, waren schon die wiederholten, zum wiederholten Male Hitlers, die wir da. Es ist ein Hebel. Sekunde, ich bin immer noch nicht dran. Und jetzt bin ich drin. Und er macht. Nee, das macht er nicht. Lara ist blöd. Da stimme ich zu. Ach, ich Lara. Muss noch mal zum Hebel. Ich auch. Lara ist nicht gesprungen, sie ist gerannt. Also ist sie gefallen anschließend. War es wieder tödlich? Nee. Jetzt funktioniert die Methode, mit der ich gerade zum Hebel gekommen bin, nicht mehr. Lara! Lara, möchtest du uns mitteilen, dass so 2 Stunden sind wieder um oder so? Aber wenn ich die Gehen-Taste gedrückt halte, sollte Frau Kroft gehen und nicht rennen. Ja, eigentlich schon. So, ich speichere, dass ich am Hebel gezogen habe. Ich speichere, dass ich kurz vor dem Hebel stehe. Ich muss ja nur noch einmal springen. Nee, aber du sagtest ja gerade schon, unsere 2 Stunden sind um. Wollen wir dann nach dem Hebel nächstes Mal gucken, was passiert? Ja, wollen wir beim... Lara, das war jetzt sehr schön. Aber ich muss leider noch mal rüber zum Hebel. Ja, wäre ja blöd, wenn ich das jetzt... nicht mache und nächste Woche stehen wir dann. Bei mir klappt das nicht. Richtig. Also, Lara. An der Wand steht eindeutig geschrieben Ente Tippi Melone, die man auf keine Ahnung an ich könnte jetzt sagen, wonach das aussieht, aber es wäre nicht mehr jugendfrei. Sebel. Das wollte ich gerade sagen, ist nach 22 Uhr, darfst du ruhig sagen, aber. Weiter im Text. Sebel, komischer Blob. Frau mit Kinnbart. Ente, Frau mit Kinnbart. Schräge. Halbe Halfpipe. Also Quarterpipe. So. Da fällt mir ein, was sind eigentlich Quarter Horses? Ich stelle mir darunter immer Viertelpferde vor. Was zur Hölle soll ein Quarter Horse sein? Weiß ich nicht, aber wenn ich mal mit dem Fahrrad unterwegs bin, kommt es vor, dass ich in einem Gestüt vorbeikomme und dann haben sie Qualität Quarter Horses auf dem Schild davor stehen. Jagdfeld Quarter Horses. Ja, ich kann denen nicht vorschreiben, was sie mit ihren Pferden machen, wenn sie unbedingt vierteln wollen. Na gut, wie dem auch sei. Ich glaube, wir haben Alter an einem Hebel gezogen. Wir haben 2 Schlüssel gefunden. Wir haben 2 Schlüssel eingesetzt. Wir haben einen Hammer eingesetzt. Wir haben ein Level beendet. Ein verdammt langes Level. Ja. Und jetzt sind wir wieder in Ägypten. Ja! Da wollte ich auch unbedingt mit Frau Kroft nochmal hin. Echt? Nee. Eigentlich habe ich gedacht, boah, bin ich glücklich, dass ich nie wieder nach Ägypten muss mit Frau Kroft. Ja. Aber jetzt hat nicht sind sein wir, sollen. Jetzt sind wir zumindest in Teilen von Ägypten, die man nach London gebracht hat, aber hey. Was haben die eigentlich in London so ein großes Museum, sonst was Gebäude stehen? Dass die da mehrere Blöcke hoch Sachen machen können. Okay, jetzt musst du mir als Meisterin der Blockrechnung erklären, wie viele Blöcke ist ein Stockwerk? Sekunde. Das funktioniert nach einem ganz einfachen Schema. Wie hoch ist normalerweise so ein Stockwerk? In Metern. Kommt ja auch aufs Gebäude an, aber bei einer Standarddeckenhöhe würde ich behaupten, so 3 bis 4 Meter.
Gut, dann wären das in etwa 2 Blöcke. Denn ein Block ist so hoch wie Lara und wenn wir Lara eine Größe von 1,50 anrechnen würden, wären das 3 Meter. Da Lara aber eher vermutlich so 1,70 groß ist, vielleicht auch 1,80. Also ja, 2 Blöcke klingt sinnig. Ja, ne? Dann ist dieses Raum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn ich mich nicht verzähle und meine Perspektive richtig ist, 7 Blöcke hoch. Also 3,5 Räume. Dieser Raum sind 3,5 Stockwerke. Kein Wunder, dass Lara stirbt, wenn sie hier runterfällt. Obwohl, ich korrigiere, ich habe auf einer leichten Anhöhe gestanden. Ich schätze mal, dass so ein Block ungefähr 2 Meter ausmacht. Wir kommen ja trotzdem mit 2 Blöcken hin, dann sind wir bei 4 Richtig. Meter. Gut, jetzt wo wir wissen, dass 2 Blöcke ein Stockwerk sind und wir an dem Hebel gezogen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und kein auch fröhlich Stockwerke in diesem Raum zählt. Ja. Würde ich mal Jetzt einfach wollte ich gerade behaupten. vorschlagen, wir können ja mal nachzählen, wie viele Stockwerke dieses Ding breit ist, aber. Ich habe noch nie wieder gesagt, mein Haus ist 3 Stockwerke breit. Wie dem auch sei, ihr könnt natürlich in eurer Freizeit gerne nachsehen, wie viele Stockwerke euer Haus breit ist und uns das dann mitteilen auf irgendeinem Wege. Aber wir machen hier erstmal Pause für den Moment Aber dann und möchte ich wissen, mit was für einer Einheit du deine Stockwerke berechnet hast. Mit 3 Meter oder beziehungsweise bei mir hier, mein Zimmer hat eine Deckenhöhe von, Kabel im Weg, sagen wir mal ganz grob 2,50. ja gut, könnten auch 5 Meter sein, du hast recht. Ich rechne jetzt hier gerade mit diesem Raum und der ist sehr flach. Also sagen wir mal, legen wir jetzt als Standard fest für Etagenhöhe 3,50 Meter. Alles klar, 3,50 Meter. Und damit verabschieden wir uns dann in unseren wohlverdienten Feierabend und Habt Spaß, weil was auch immer ihr tut. Hier kommt dann demnächst die nächste Aufnahmesitzung und da sind wir bestimmt nicht fähig. Aber vielleicht habe ich bis dahin noch unser Lösungsbuch zurück. Wir können das auch vollkommen ohne das Buch haben wir heute präsentiert. Richtig. Dann können wir es aber auch ohne Bildstörungen. Der Bildstörungen helfen halt manchmal weiter. Aber wie dem auch sei, wir sehen uns nächstes Mal. Und Ja, bis und bis dahin, dahin, tschüss und bye bye. ciao.